die Verzögerung. So, die neue Map ist bekannt. Ja, ich habe richtig getippt, es ist wieder eine offene. Dann sprich und zwar aus. Haben wir Prokhorovka dieses Mal. Da hast du wieder den Dropbox-Link. Und hier haben sie auch sehr starke Limitierung angesetzt. Also extrem limitiert die Karte. Oh ja. Aber ich glaube, gerade diese Limitierung macht es auch so interessant. So. Okay, also der komplette Hügel ist gesperrt. Der komplette Camper-Spot da drüben, das ist, finde ich, eigentlich ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, der ganz komplette Westen, alles hier, was diese Straße betrifft, die ganzen TD-Spots hier sind auch alle gesperrt. Also mit Flankieren sieht es hier sehr schlecht aus. Ja, ganz klar. Bin ich schon gespannt, ob hier, ich schätze mal, entweder zwischen E und F auf dieser Linie wird gekämpft. Ja, oder um die Stadt. Ich glaube kaum, dass sich hier einer zurückdrängen lassen will. Also ich glaube, der Hauptkampf, ja, ich weiß nicht. So eine Sache. Gibt ja hier die Möglichkeit, entweder ich rücke in die Stadt vor, relativ schnell und zügig, oder ich bleibe auf der 5er-6er Linie und versuche dort was zu kämpfen, was zu reißen. Aber ich glaube, hier wären wieder die etwas schnelleren Heavys bevorzugt. Also ja, kann schon sein. Es könnte auch sein, dass hier irgendein E100 oder so auf J7 oder auf B6 steht, bei den Zügen. Du weißt schon, die Lower Plate versteckt hinter einem Waggon hier. Aber E100, mit dem E100 Sniper, ich weiß nicht. Ja. Er ist halt ein Panzer, den du von dieser Entfernung fast nur auf der Lower Plate erlegen kannst. Vor allem, weil man von unten nach oben schießt. Egal wo man steht, wenn man nicht auf den Tracks gerade oben steht, schießt man von unten nach oben und da ist ein Treffer auf den Turm fast unmöglich, dass er durchgeht. Ja, das stimmt schon. Aber die Sache ist, es ist ja nicht nur, ich bin unverwundbar, sondern die Sache ist auch, ich will ja auch noch Schaden austeilen mit dem E100. Und das, glaube ich, wird da von der Position aus eher schwierig. Also bin ich nicht so der Freund von, um ehrlich zu sein. Okay, man darf auch hier nicht herunterfahren. Zu diesem kleinen Teich, Tümpel. Ja, ja. Also, ja, dort hätte man sich ja wieder verschanzen können, weißt du? Das wäre ja wieder so eine Sache gewesen. Ist richtig, Gefecht. Aber man muss halt sehr vorsichtig sein, wenn man hier rechts flankiert oder so oder zurückgedrängt wird. Normalerweise hat man da noch eine Option, hier runter und von da unten dann irgendwann wieder raufzukommen. Aber die fällt hier flach. Wenn hier einer runterfährt, ist sofortige Disqualifikation. Also mein Tipp für OM ist, glaube ich, 2 IS-4 und den T-57. Bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube, Piranha wird seinen T-57 hier durchhalten. Und Nick Hunter und Highway werden eine IS-4 nehmen. Oder vielleicht wieder die E-5er. Dann haben sie nämlich eigentlich wieder alles offen, weil die E-5er sind im Stadtkampf jetzt nicht so schlecht. Aber sie könnten auch auf der 5er-6er Linie agieren und dort vorpushen. Wir müssen halt dann wieder ein bisschen flexibel sein. Aber man weiß auch nicht, was FBFU hier macht. Ja. Also, das ist ja das bei uns. Man hat immer wieder einen neuen Gegner. Man weiß nicht, wie die spielen. Man kennt sich natürlich ein bisschen, aber so, dass ich jetzt sagen könnte, welcher Spieler aus welchem Clan was bevorzugt. Ja, das kennt man nicht. Aber die Teams scheinen sich anscheinend schon aus der ESL zu kennen, weil hier hieß es dann wieder, seid ihr dann wieder bei Mangled Metal dabei oder so. Also man scheint sich hier schon zu kennen. Ja. Ist natürlich auch nichts Schlechtes, man kann vielleicht ein bisschen was erahnen. Aber das, was ich jetzt überhaupt nicht bedacht habe, ist und zwar, dass wir von unten starten. Da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geguckt. Also OM startet wieder aus dem Süden. Ja. Ich überlege noch wegen Taktik eventuell, was hier jemand
probieren könnte, wo ich mir nicht sicher bin, dass jemand zum Beispiel auf der A-Linie hinter der Auffahrt wenn jemanden snipern lässt. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist gesperrt dort. Nein, nein, direkt bei A6 zum Beispiel. Gleich neben den Bahngleisen. Da kann man seine Wanne gut verstecken und nur den Turm exponieren. Und man kann nicht flankiert werden. Wenn die anderen Flächen frei wären, dann könnte man hier rausfahren auf A2 oder so. Oder von C2 und in den reinschießen. Aber hier muss man vor bis auf B5 oder so, dass man hier Schusslinie bekommt. Gleiches auf der anderen Seite natürlich. Ja, das stimmt natürlich. Also es wäre natürlich eine sehr defensive Taktik. Ja, aber ich glaube, da gucken die Schiedsrichter auch ganz stark drauf. Ich war vorhin mit bei ihm im Gespräch. Wenn Anzeichen da sind, dass das Gefecht vermieden wird, aha, wurde dem Team wahrscheinlich auch so gesagt, dann kann es zur Disqualifizierung kommen. Also eine Campy-Taktik ist, den Campy-Taktiken ist hier so ein bisschen vorgebeugt. Also die müssen beide zeigen, dass sie angreifen wollen oder zumindest dürfen sie nicht hinten stehen bleiben. Aber das hatten wir ja auch in einem Interview mit Naitiri, glaube ich, der das gesagt hat. Er fand das ein bisschen bedenklich, drei Mäuse auf einer Stadtmap und dann einzukämpfen, das haben wir ja nur letzte Runde überhaupt nicht gesehen. Ja. Ich bin jetzt nur am überlegen, ich könnte ja diese Map während des Gefechts anzeigen, ist ein bisschen schwierig. Ja, während des Gefechts ist natürlich doof, aber wir wissen ja ungefähr, was es ist. Ja. So, okay. Mein Tipp hat sich fast bewahrheitet. Die Panzerauswahl steht schon wieder. Ja. Piranha ist mit seinem T-57 wieder dabei. Ich glaube, mit dem wird er heute nicht runtergenommen werden. Ja. Und Mick Hunter und Hypey sind interessanterweise auf die Briten-Heavys wieder gegangen. Ja, und das gegnerische Team FBFU fährt anscheinend ohne Autoloader. Ja, haben wir viele Teams jetzt dabei. Die Autoloader sagen, nee, bei drei Panzern wollen wir lieber keinen. Weil ich sage, in diesem Gefecht könnte man das, glaube ich, sehr gut verwenden. Aber ja, das müssen die drei unter sich ausmachen. Und in weiterer Folge dann mit dem Gegner natürlich. Also nochmal zur Aufstellung. Wir haben ja jetzt im Gegnerteam Lujan mit dem FV215B, den Reishi mit der IS-7 und den Schnitzel mit der IS-7. Engi Piranha mit T57 Heavy, Mick Hunter im FV215B und genauso den Highway Killer. Mal gucken, was da so losgeht hier. Und da geht's ab ins Gefecht. Geht schon los. So, sie starten sehr weit links eigentlich alle. Ah, okay. Es kam jetzt gerade hier noch eben Countdown zu einem Abbrechkommando. Da scheint wohl wieder irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Move out. Okay, einfach würde ich sagen, recht verlassen. Okay. Gar nichts weiter machen, wenn alle den Gefecht verlassen, geht es dann automatisch wieder, wird das Gefecht automatisch abgebrochen. Schnelles Unentschieden. Na, mal sehen, es sollte jetzt gleich wieder eine Einladung geben. Hast du den Grund mitbekommen, warum abgebrochen wurde? Nein, weiß ich nicht. Aber Einladung brauchst du nicht, du musst oben einfach wieder auf Battle klicken, dann bist du wieder drinne.
Man hat wie üblich recht, ja. Okay. Ich glaube, Piranha hat gerade einen Screenshot versucht und da ist ihm das Spiel abgestürzt. Man kann jetzt auch schlecht rüber gehen und dann reinplatzen, was hier los ist. Ja, nee, Neutiri hat, er schreibt ja auch gerade im Chat, ihm ist das Spiel abgestürzt, weil er einen Screenshot gemacht hat. Aber es scheint jetzt gleich weiterzugehen. Ich sehe gerade, Livestream ist noch durch die 5 Minuten Verzögerung hier beim Karte analysieren. Ah, jetzt geht's los ins zweite. Ja. OM gegen FBFU, die zweite. Aha. Da bin ich wieder gespannt, was sie machen. Aber ich glaube, sie werden wieder so ähnlich wie im ersten Gefecht vorgehen, ihre FVs zum Scouten vorschicken, den T57 weiter hinten halten. Und Mick Hunters und sehr, sehr weit links. Time to roll out. Alles super funktioniert. Und da sehen wir den Piranha ganz vorne. So. Und er bleibt hier und wartet. Zurück. Aber sie versuchen hier die Stadt zu vermeiden, weil ich glaube, da sind die E7 stärker als die Briten Heavies. Da ist der erste. Da haben wir schon die IS-4. Und Highway geht direkt an den Stein. Naja, Entschuldigung, IS-7. Und Mikanta versucht hier auch an den Stein ranzukommen. Dann schätze ich mal, das gegnerische Team wird eine ähnliche Strategie hier verfolgen. Da ist das, was ich gesagt habe. Ja? Mhm. Oh, schöner Schuss von Highway Killer. Mhm. Interessant. Aber der FV dort hinten wurde halt leider gescoutet. Ja. Aber ich glaube, das haben unsere Jungs auch schon so ein bisschen gesehen oder sich gedacht. Weil sie was Ähnliches abgezogen hätten, wenn sie sozusagen von oben gespawnt wären. Ah, und jetzt verschießen sie hier langsam die Deckung. Ja. Dass sie sich hier nicht mehr verstecken können. Der FV und kommt der vor. Der FV kommt mit vor. Das ist okay. Interessant. Sie werden das wahrscheinlich gleich nutzen. Schöner Treffer. Nutzt die Chance. Sehr schön. Oh, und Highway auch. Killer hat verpasst. Und Piranha hat leider auch verfehlt. Der Schuss hat, glaube ich, getroffen, aber nicht durchschlagen. Nicht penetriert, ja, nicht penetriert. Ja. Aber sie haben zumindest den Schuss bekommen. Ich denke, ich schätze mal, Piranha ist auch noch im Reload gerade. Sie halten sich hier noch zurück. Okay, sie bleiben hier sehr weit oben. Mhm. So, aber man sieht doch immer Piranha links durch die Anzeige, sie gehen auch immer wieder zu. Also Piranha und Highway sind immer wieder unspotted hier. Obwohl sie eigentlich die Gegner, gegnerischen E7 die ganze Zeit sehen und die ganze Zeit wissen, wo genau sie sind. Das war ein schöner Treffer hier von Mick Hunter. Er hat gerade so die seitliche Wanne erwischt, glaube ich. Mhm.
Und Mick traut sich am meisten nach vorne, aber sieht die ISU-Penetration so nicht. Ja, weil der Turm gerade, weil er so. Er kann die Wanne verstecken, ja? Ich glaube, der Rand ist jetzt gerade. So ist das aus seiner Sicht. Das ist alles, was er von der ISU sieht. Und da das alles hier bei seinem Panzer, wenn man das so ansieht, sehr angewinkelt ist, die schießen von unten nach oben, das verstärkt nochmal den Winkel. Ist fast nicht zu der Klage. Ich glaube, jetzt haben sie die Gegner. Jetzt nehmen sie einen raus. Oh. Mick Hunter hat einen Munitionslager-Treffer, hat ihn aber gleich wieder pariert. So, der erste ist raus. Jetzt wird der relativ schön zurück. Jetzt wird der Schnitzel rausgenommen. Schönes Fokusfeuer. Auch wenn hier leider abgeprallt ist, aber. Und Piranha versteckt sich wieder hinter Highway Killer, weil er wieder nachladen muss. Also ja. Schützen hier wieder ihren Damage-Dealer und dann nehmen sie den IS-7 raus. Ja, und jetzt ist nur ein IS-7. Und hier sieht man ganz klar, wer die ersten Schüsse ordentlich Damage machen kann, hat hier einen unglaublichen Vorteil in diesem Gefecht. Oh, und jetzt zwingen sie ihn ein. Ja, er hat auch noch verschossen. Gut gemacht. Und hier kommt das GG von beiden Teams. Bessere Panzerwahl. Ja, da kann man nichts machen. Also, der FBFU hat hier noch geschrieben, ein Mitglied, ihr habt die bessere Panzerwahl. Kann natürlich so sein. Also, mit zwei IS-7 wäre ich hier auch nicht gefahren auf so einer hügeligen Karte. Ja, aber wie gesagt, sie hatten eine ähnliche Idee, wie sie ich vorhin hatte. Und der Unterschied wäre eben gewesen, er ist nicht so leicht zu durchschlagen, der E-100. Zu meiner Idee. Aber vielleicht wäre das auch absoluter Topfen gewesen, wie wir in Österreich sagen. Das weiß man halt immer nicht. Das kann man nicht sagen. Ja. Müssen wir einfach jetzt gucken. Aber war ein sehr schönes Gefecht. Unsere OM-Leute haben sehr schön Fokusfeuer betrieben. Haben sich immer wieder gut versteckt und man hat gesehen, FBFU hatte hier mit den IS-7 viele Probleme, hier die Treffer zu landen und dann auch noch Damage zu machen. Ja. Also das war. Aber man hat hier schönes Fokusfeuer gesehen. Sie haben sich auf einen Panzer konzentriert, den rausgenommen. Das ist eine Kanone weniger, die zurückschießen kann. Dadurch verlieren sie ein Drittel der Feuerkraft gleich mal. Das ist in jedem Gefecht sehr wichtig. Angeschossene Gegner rausnehmen. Rausnehmen, wenn es irgendwie möglich ist. Nicht, weil ich sage, da habe ich jetzt einen schönen Treffer auf einen, der mit 100% dasteht. Sondern den Angeschlagenen rausnehmen. Solange der noch im Gefecht ist, kann er zurückschießen, kann Damage machen. Und wenn er weg ist, dann dient er maximal noch als Cover.